So, ich möchte das Telekom Puls jetzt in Betrieb nehmen, entferne hier einmal die Schutzfolie und schalte das Gerät hier oben einmal ein. Dazu halte ich es kurz gedrückt, den Einschalter, und damit startet das Tablet auch schon und beginnt in Kürze dann auch mit der Ersteinrichtung. So, wir sehen hier einmal zum Start das Telekom-Logo, jetzt startet sich das Tablet. Zunächst muss ich hier einmal die Sprache wählen, in dem Fall ist Deutsch okay. Gebe dann hier die WLAN zum Einrichten, das mache ich jetzt einmal in Kürze. So, meinen WLAN-Schlüssel habe ich jetzt eingegeben und sage jetzt hier einmal verbinden. Verbindung wird hergestellt, Verbindung steht und jetzt kann ich auch die Einrichtung weiterführen. Er macht jetzt automatisch ein Software-Update oder prüft, ob Updates verfügbar sind, damit Ihr Tablet immer auf dem aktuellsten Sicherheitsstandard ist. Und im nächsten Schritt muss ich jetzt hier mein Google-Konto eintragen. So, ich habe hier mein Google-Konto, was ich schon vom Smartphone habe, eingegeben. Das Ganze geht aber auch ohne Google-Konto, also Sie müssen sich das nicht zwingend einrichten. Wenn Sie das nicht möchten, hätten Sie den Schritt eben auch überspringen können. Wenn Sie bereits andere Android-Geräte nutzen, hätten Sie hier auch anhand einer Sicherung sich das Ganze wiederherstellen können, zum Beispiel von einem anderen vorhandenen Tablet. In dem Fall sage ich hier, ich möchte das Telekom Puls als neues Gerät einrichten. Hier in diesem Schritt können Sie festlegen, ob Updates automatisch installiert werden sollen, um immer auf dem sichersten Stand zu sein und ob Sie irgendwie App-Empfehlungen haben möchten. Gehe auch hier einmal weiter. Und um Zugriff auf alle Ihre Telekom-Dienste zu bekommen, also auf Ihren Telekom-Festnetzanschluss, auf Ihr Smart Home, auf Ihren Media-Receiver etc., können Sie sich hier direkt mit Ihrem Telekom-Festnetz-Login einloggen. So, ich habe jetzt meine E-Mail-Adresse und mein Kennwort eingegeben für das Telekom-Festnetz-Login und jetzt ist die Einrichtung letztlich abgeschlossen. Um Ihnen die ganzen Funktionen des Puls noch zu zeigen, hat die Telekom hier auch noch ein Video, nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist. Schön, dass Sie sich für ein Telekom Puls entschieden haben. Ich zeige Ihnen, wie einfach es zu bedienen ist und wie Sie Ihr Puls-Tablet ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. So, nachdem ich mir das Einführungsvideo angeschaut habe, kann ich jetzt mit Jetzt starten in das Startmenü des Telekom Puls wechseln. Das Ganze geht natürlich auch im Querformat. Und dann sind die Kacheln halt anders angeordnet. Hier auf dem Startbildschirm sehe ich verschiedene Benachrichtigungen, zum Beispiel, dass ich neue E-Mails habe, dass ich mit der HomeTalk-App verbunden bin zum Telefonieren und ein Update für eine App verfügbar ist. Wenn ich einmal hochschiebe, dann entsperrt sich das Tablet wie bei Android gewohnt. Ich habe hier die zwei Hauptseiten mit den Kacheln, die ich beliebig belegen kann. Hier kommen dann noch die weiteren vorinstallierten Apps vom Telekom Puls und natürlich kann ich weitere Apps auch installieren. Ich kann das Ganze auch in den Quermodus versetzen, dann ordnet sich das anders an. Die Kacheln kann ich auch neu sortieren, indem ich zum Beispiel hier gedrückt halte und dann hier tausche. Ich kann gedrückt halten und mit etwas Schwung die Kacheln nach oben rausziehen, dann ist dieser Platz jetzt frei und wenn ich hier lange gedrückt halte, komme ich in die Übersicht für die Funktionen, die für die Kacheln geeignet sind. Das ist die HomeTalk-App zum Telefonieren, das Mediencenter für Fotos, der Kontakt zur Telekom, Smart Home für das vernetzte Zuhause, die Sprachbox, also Ihr digitaler Anrufbeantworter, Ihr T-Online-E-Mail-Postfach, WLAN-Teilen, Evernote für Notizen, Kalender, verschiedene Apps, das Wetter, Wikipedia als Lexikon, dann kommen verschiedene News-Seiten, Sport, dann das ganze Thema Unterhaltung, inklusive Entertain, Ihren Media-Receiver steuern, Spotify für Musikstreaming, YouTube, um sich Videos anzuschauen, dann die ganzen sozialen Netzwerke wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Sing und noch verschiedene Apps für die ganze Familie. Die alle kann ich dann mir hinzufügen. Wenn ich zum Beispiel diese App hinzufügen möchte, halte ich die wieder gedrückt und kann sie hier in den leeren Platz oder an eine andere Stelle schieben. Ganz wie ich das möchte, lasse ich los. Und schon ist dieser Platz neu belegt. Ja, so einfach lässt sich die Benutzeroberfläche des Telekom Puls einrichten.